Hallo meine lieben Leute, mein Name ist Alexander Wiss und herzlich willkommen zu meinem Channel Captain Alex Stars 94. Ich freue mich riesig, dass ihr angeschaltet habt und ja Leute, EA Sports wurde gerade announced, dass die EA Community gerade den das sollte gerade demnächst den F1 2023 herausdrummen. Und wo wann es rauskommt, wissen wir es dann noch nicht, hatte in Social Internet gesagt. Aber diese neue Karosserie von F1 2023 hat mich sehr, sehr total überrascht. Und lass uns direkt den Detail von den neuen Ferrari. Und ja, das schauen wir mal ganz genau an. Also beim brandneuen F1 2023 ist dieser Lufteinlasser etwa dünner was mir gerade auffällt, ist ein was mir gerade auffällt bei dem F1 2023, es sind Carbonfaser auf. Also es ist bestimmt ein sehr, 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 sehr leichtes Material, um den Ferrari ein bisschen schneller zu gehen. Und das hat mich sehr überrascht. Also die wollen gerade ein etwas leichteres F1, etwas schneller und etwas attraktiver und mehr Performance geben. Und ja, das ist schon sehr, sehr interessant. Und den Bügel hab ich ja schon mal öfters gesehen. Und das ist ja absolut nicht verändert, aber es sollte ein bisschen mehr Sicherheit bringen und so. Und das finde ich ja schon ein sehr, sehr geiles Detail. Also mein Fazit, Leute, ich weiß nicht, wann der F1 2023 passiert, aber ich sage euch mal den Tweet, ich sage euch mal die Nachrichten im Internet. Also gib mir einen kleinen Moment. So Leute, hier steht es. Am Wochenende beginnt die neue F1 Season 1, die unser auch von Nico Hülkenberg zurückbringt. In diesem Zug hatte Electronic Arts im Vorfeld schon mit einem Update zu F1 22 den neuen Alfa Romeo C 34 platzen lassen. Also das habe ich ja schon gesehen bei diesem neuen Modell. Und das fand ich ja echt sehr, sehr cool. Und was dann auch da drauf steht, Leute, heute hat Electronic Arts auf den Social Media Kanälen das Profilbild samt Headerbild geändert und stimmt damit auch ein kommendes F1 Spiel für dieses Jahr ein. Okay, das ist sehr interessant. Eine Ankündigung zur EA Sports F1 2023 steht somit demnächst im Haus. Wann es erfolgen soll, ist bisher nicht bekannt. Also wie gesagt, wir wissen das noch nicht, ob es wann der F1 2023 Spiel für PS4 oder für andere Spielekonsole rauskommen soll. Bekannt ist nur, dass Codemasters einst eine langjährige Partnerschaft mit der Formel 1 einging und als Entwicklungsstudio von Electronic Arts gekauft wurde. Ah, okay. Sehr interessant. So, und da steht es drauf, bei EA Sports F1 steht New Season, Fresh Start. Und wie gesagt, ich war echt total überrascht von den Nachrichten. Und wir werden sehen, ob es wann
Er war jetzt 23, also 2023 erschienen wird. Und ja, das ist meine Gründe zu F1 2023. Und Fazit ist, ja, ich freue mich schon auf das neue Spiel von F1 2023, aber naja, bisher habe ich ja bisher noch keine Informationen von EA, aber eigentlich bin ich ja trotzdem ein Fan von F1, weil F1 war für mich in meiner Kindheit die besten Spiele, die ich jemals gemacht habe, die ich jemals gespielt habe. Und natürlich mag ich auch die neuen F1-Spiele in PlayStation-Spiel. Und ich finde das schon den Update echt schon echt sehr, sehr, sehr cool. Und ja, das war mein Fazit, Ladies und Gentlemen. Ich hoffe, es hat euch definitiv gefallen. Und falls ihr gerade neu seid auf meinem Channel, dann bitte like das Video, abonniert meinen Channel, wenn ihr neu seid. Und vergesst nicht, die Notification anzuschalten und seid der Part der Captain Squad. Und wie gesagt, neue Videos werde ich bestimmt droppen.